Was wir gestern vor allem an der Wall Street gesehen haben mit Anstiegen von mehr als 7%, das riecht irgendwie nach einem Crack-Up-Boom. Was ist ein Crack-Up-Boom? Das will ich Ihnen hier mal zeigen. Das ist eine ökonomische Krise mit Rezession der Realwirtschaft und dem Kollaps des Geldsystems aufgrund übermäßiger Kreditexpansion, könnte man eigentlich ja so sagen. Wir hatten eine leichte Kreditexpansion, jetzt haben wir einen Kollaps vor allem des Geldumlaufs. Viele bekommen keine Gelder derzeit, viele zahlen keine Gelder. Das heißt, der Geldumlauf, der ist teilweise ein bisschen zusammengebrochen. Aber gleichzeitig unsustainable rapid price increases. Gleichzeitig steigen bestimmte Assets eben unsubstanziell und vor allem sehr schnell. Und wie das Unsubstanzielle und vor allem Schnelle aussieht, das sehen wir hier. Gestern Boeing, großer Gewinner mit über 20% im Plus. Eine Firma, die bekanntlich extrem gut aufgestellt ist. Derzeit auch eine McDonald's, die eine praktisch negative Cash Balance hat, die in den letzten Jahren eigene Aktien zurückgekauft hat, massive Schulden hat, deswegen im Grunde von dem permanenten Cashflow des laufenden Geschäfts sich ernähren muss, überleben muss. Und dieses Geschäft, das ist jetzt ein bisschen in Frage gestellt. Also man sieht, wenn die See aufgewühlt wird, dann ist der Dreck meistens nach oben gespült worden. Und so war es gestern auch. Schauen wir uns mal die Dinge an im historischen Kontext. Wir haben gestern das 32. Mal hier gesehen, dass die Anstiege über 7% liegen in der Geschichte. 22 von diesen 32 Anstiegen liegen zwischen den Jahren 1929 und 1933. Das ist eine hervorragende Referenz für diese Rallye. Und wir sehen, dass wir möglicherweise so leichte Divergenzen haben zwischen der Gewinnerwartung pro Aktie jetzt für die nächsten 12 Monate und der Kursentwicklung. Liquidität macht es möglich, Hoffnung macht es möglich. Ob diese Hoffnung substanziert ist, ob da irgendeine Substanz dabei ist, das muss man abwarten. Jedenfalls ist das die Lage. Ich schiebe Ihnen diese Grafik mal wieder ein bisschen rüber und mache weiter mit der nächsten Grafik. Hier ein Vergleich zwischen dem Dow Jones 29 folgende und heute. Also möglicherweise sehen wir weiter diesen Crack-Up-Boom zunächst mal. Denn dass die Wirtschaft sich jetzt nachhaltig erholen würde, ist ja eher unwahrscheinlich. Dass die Unternehmen bessere Geschäfte machen, ist eher unwahrscheinlich. Aber eine Boeing steigt deswegen 20% und eine McDonald's 10%. Das machte richtig Sinn. Interessant ist, dass wir jetzt eben vor allem bei diesen Firmen in der Corona-Krise sehen, die vorher Buybacks gemacht haben, Aktienrückkäufe gemacht haben, dass die sich bis 2019 besser entwickelt haben, was den Aktienkurs betrifft, seitdem aber schlechter. Und das sind natürlich solche Firmen wie McDonald's, die im Prinzip ihre Zukunft jetzt schon verfrühstückt haben, oder in der Vergangenheit bereits ihre Zukunft verfrühstückt haben, um eben ein paar Leute zu beschenken, um das Angebot an Aktien zu verknappen, Boni für die Manager etc. Und mal sehen, ob das alles so weitergeht. Wir haben ein Revenue Growth von unter 5% gehabt, also ein Umsatzwachstum und dabei 4 Billionen in Stock Buybacks, also in Aktienrückkaufen gesehen. Die wurden mit 4 Billionen neuen Schulden finanziert. Das heißt, das ist sozusagen ein wunderbarer Kreislauf. Man macht Buybacks, finanziert die mit neuen Schulden. Damit verknappt man das Angebot an Aktien, was den Preis künstlich nach oben treibt. Und jetzt sind wir sozusagen in so einer Echo-Rallye, wie wir sie in den letzten Jahren teilweise gesehen haben. Heute wichtig, Nancy Pelosi hat gesagt, der nächste Stimulus, der ist schon wieder praktisch um die Ecke, muss mindestens $1 Billion betragen. 1 Billion hin oder her, das ist bei den Amerikanern inzwischen nicht mehr so wichtig. Das Weiße Haus sagt, ja, es könnten sogar 1,5 Billionen werden. Ich würde vorschlagen, hängt doch gleich noch eine Null dran, das ist doch gar kein Problem. Jedenfalls hat das Gold heute ein bisschen unterstützt, heute Nacht. Das war sozusagen eines der Market Mover. Wir sehen, dass Trump jetzt sagt, er gibt ja immer diese immens aufschlussreichen Pressekonferenzen dann in Sachen Coronavirus. Da hat er gesagt, er will versuchen, die Restriktionen, die Einschränkungen zum 30. April wieder zu lockern. Aber wir sehen hier folgende Grafik von JP Morgan, die zeigt, dass wir sozusagen eigentlich in solchen Infektionskrankheiten, Infektionssituationen eben jetzt durch das Social Distancing wahrscheinlich einen Rückgang bekommen. Aber dann werden die Leute natürlich im Sommer wahrscheinlich dieses Social Distancing nicht mehr praktizieren, sodass die Geschichte dann wieder nach oben geht, nicht ganz so weit nach oben, aber dass es sozusagen eine Welle ist, die wir hier sehen, ein bisschen ähnlich wie damals
1918, 1919, mit der spanischen Grippe. Da hatten wir eine erste Welle, dann im Herbst 1918 mit sehr, sehr vielen Toten. Da sind von 1000 Personen knapp 25 gestorben. Das ist eine immense Quote. Dann hörte das auf und dann gab es nochmal einen Rückschlag im Frühling 1919. Das sind Muster, die möglicherweise auch wiederkehren. Die Amis sind gleichwohl sehr optimistisch, was Aktienmärkte betrifft, weil man sich sagt, naja, ist doch jetzt günstig. Wir haben die Erwartung höherer Aktienpreise. Das zeigt eine Umfrage der New York Fed. Kommen wir nach Europa. Wir sehen hier Professor Derek Hill, der sagt, Boris Johnson, der ja auf Intensivstationen liegt, muss offenkundig beatmet werden. Das war schon eigentlich ein bisschen absehbar. Warum verlegt man einen Premierminister dann ins Krankenhaus? Man weiß, dass das Schlagzeilen bringen wird. Also muss der Zustand des Patienten ernst sein. Er muss so sein, dass man eine Intensivstation im Krankenhaus braucht, weil man das dann in seinem Heimat oder in seiner Wohnung nicht mehr abbilden kann. Das ist ein Risiko für die Märkte, die Verschlechterung des Gesundheitszustands. Und vielleicht nochmal ein anderes Thema hier in Europa. Wir hatten ja gestern die KfW-Kredite. Scholz verkündet 100% Staatshaftung. Jetzt hat ein Unternehmer bei Finanzmarktwelt hier geschrieben, ich habe derzeit null Umsatz. Wie lange das noch so bleibt, kann keiner sagen. Den Umsatz, den wir jetzt nicht machen, den werden wir auch nicht nachholen, insbesondere weil die umsatzstarken Monate jetzt vor uns liegen. Man hat hier Löhne aufgestockt. Wie er sagt, wir werden trotzdem mehrere Monate ohne diese Kredite überleben. Wenn wir jetzt diese Kredite mit persönlicher Haftung, und darum geht es, die müssen persönlich haften, eben diese Mittelständler angewiesen werden, würden wir unsere persönliche Existenz aufs Spiel setzen. Macht man das? Das ist die Frage. Der Sinn einer GmbH ist nun mal die beschränkte Haftung. Das heißt, hier Geschäftsführer oder Gesellschafter von GmbHs, die werden sich sehr genau überlegen, ob sie diese Kredite überhaupt in Anspruch nehmen können, weil sie dann nicht nur die Firma sozusagen riskieren, vor allem, sondern auch ihr persönliches Schicksal dann auf dem Spiel steht. In den Medien wird immer vermeldet, der Staat übernimmt zu 100% das Risiko. Das tut er eben nicht. Er sichert das Risiko gegenüber den Banken und nicht gegenüber den Unternehmen. Das ist ein entscheidender Punkt. Entscheidend auch, dass das deshalb wahrscheinlich die Banken derzeit gar nicht so schlecht aufgestellt sind. Ein Banker, mit dem ich befreundet bin, sagte mir, wir haben einen Niedergang der Retailbanken, der wird auch weitergehen, aber der ist jetzt gestoppt und sozusagen durch eine Aufwärtswelle erstmal unterbrochen, weil die Banken eben todsicheres Geschäft machen, der Staat nimmt ihnen das Risiko ab, aber sie kriegen 0,75 für jeden Kredit an Zinsen, den sie ausreichen, und jetzt, da sie nicht mehr selber prüfen müssen, werden sie massiv Kredite ausreichen. Also einfach nur mal, um hier eine Dimension zu zeigen, wer eigentlich profitiert. Wir sehen das IFO-Institut heute mit Industrieproduktion. Die Daten kommen heute um 8 Uhr oder sind schon gewesen sogar. Ich habe sie noch gar nicht gesehen. Jedenfalls gibt es da eine Vorumfrage, die darauf hindeutet, dass wir einen Absturz haben, der deutlich stärker ist als in der Finanzkrise. Und noch ein interessanter Punkt vielleicht zum Schluss. Wir sehen, dass infolge von Pandemien dann in den nächsten Jahren die Gehälter tendenziell gestiegen sind der Angestellten, weil wir eben dann inflationäre Tendenzen haben. Jetzt werden wir erstmal diesen deflationären Schock haben. Wie dieser Unternehmer sagt, ich habe null Umsatz. Wer null Umsatz hat, zahlt wahrscheinlich auch keine Miete, zahlt andere Lieferanten nicht. Das heißt, wir haben einen Cash Crunch, die Geldumlaufgeschwindigkeit, die kollabiert zunächst mal. In solchen Situationen haben wir nicht inflationäre Situationen, sondern erst dann, wenn die Nachfrage wieder anzieht, wenn Produktion wieder hier stattfindet. Gestern mit jemand von Beiersdorf gesprochen, der sagt, wir haben jetzt zum Beispiel wieder angefangen, Desinfektionsmittel herzustellen. Das ist etwas, was wir aufgegeben hatten, aber wir haben die Maschinen, wir können das sofort wieder hochfahren. Dinge, die man vorher eben nicht mehr gemacht hat, die werden jetzt wieder gemacht. Dadurch entsteht dann perspektivisch Nachfrage. Schauen wir uns die Dinge an in die Charts. Was wir hier sehen, ist der S&P 500 bei 2683. In den letzten Minuten ist es nochmal stark nach oben gegangen, obwohl eigentlich vorher die Futures negativ waren. Nächste wichtige Widerstandszone ist die 2700er Marke. Das wird schwer, im ersten Anlauf im Mindesten da drüber zu kommen. Was macht The DAX? Der ist aktuell bei 10.330. Also auch da geht es wunderbar im Crack-Up-Boom nach oben. Wir sehen Euro-Dollar
bei 1,0836. Gold, wie gesagt, teilweise höchster Stand seit 8 Jahren, glaube ich, heute Nacht jetzt bei 1.658 und das amerikanische Crude Oil bei $29,61. Also riecht alles so wunderbar nach einem Crack-Up-Boom. Die Frage ist nur, wie passt das sozusagen mit dem Kollaps der Geldumlaufgeschwindigkeit zusammen? Diese Frage wird sich noch lösen müssen. Ich wünsche jetzt erstmal einen wunderbaren Start in diesen, was haben wir heute? Dienstag, gell? Servus und ciao.